ihr öfters unterwegs seid und Strom braucht, könnt ihr euch vielleicht die Technax Solarladetasche TX207 interessieren. Die hat 21 Watt und zwei USB-A-Anschlüsse mit maximal 3 Ampere. Der erste Vorteil, die ist richtig klein und smart. Die passt wirklich richtig gut in den Rucksack, ins hintere Laptopfach rein. Ihr seht hier mal einen Vergleich zum Smartphone, also ist wirklich nicht groß. Gesichert wird über praktisches Klett. An der Oberseite haben wir jeweils zwei Ösen zum Einhängen am Rucksack oder an irgendeinem Zelt. Zudem gibt es unten in Richtung Ladetasche auch noch zwei Ösen. Ihr seht, das Telefon wird geladen. Wir haben hier noch nicht mal direkte Sonneneinstrahlung. Und hier innen drin haben wir die rote Status-LED, die heißt, dass jetzt geladen wird. Richtig klasse, die Tasche hält auch ohne die Ösenanbringung. Einfach oben drüber schlagen und aufhängen, wo ihr das wollt. Also ein richtig guter Begleiter, wenn man mal wieder Strom fürs Smartphone braucht.